Homöopathie. Für die einen ist es sanfte Medizin, für die anderen ist es Humbug oder Schwindel. Ich meine, sie sind alle überzeugt, dass sie auf der richtigen Seite stehen. Die Gegner wie die Anhänger. Das ist schon interessant. Das ist Oliver Mattes. Er ist Journalist und Autor und hat einen Film über Homöopathie gemacht. Es gibt einen großen Streit. Wirkt die Homöopathie nicht? Das Gros der Wissenschaftler sagt, es gibt keinen Evidenznachweis bis dazu. Und da ist natürlich die Frage, wieso wird das vom Gesetzgeber als Arzneimittel behandelt? Ich versuche halt einfach als Journalist nüchtern drauf zu gucken und auch in der Redaktion übrigens war das ein kontroverses Thema, weil auch in der Redaktion von CDF Zoom gibt es einige Leute, die an die Homöopathie glauben und die damit auch so gehadert haben, ja, wie machen wir jetzt diesen Film? Rund die Hälfte der Deutschen nutzt Homöopathie. Über 70% davon sind damit sehr zufrieden oder zufrieden. Deshalb zahlen immer mehr Krankenkassen, Globuli und Co. Homöopathie will heilen mit winzigen Mengen Wirkstoff und setzt dabei auf das Prinzip der Potenzierung. Bei der C4-Potenz werden 5 ml aufgelöst in einem Swimmingpool. Bei der C9-Potenz ist das Ganze schon krasser. Da sind 5 ml Wirkstoff aufgelöst in der kompletten Ostsee. Und bei der C30-Potenz, die oft verschrieben wird, das kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen, stehen hinter der 1 60 Nullen. Das ist etwa so, als würde man einen Tropfen Wirkstoff in Milliarden von Galaxien auflösen. Nach dieser Potenzierung lässt sich der Wirkstoff kaum mehr nachweisen. Homöopathen und Heilpraktiker geben das auch offen zu. Sie sind aber trotzdem der Überzeugung, dass es wirkt. Ich kann es nicht erklären, weil ich den Wirkmechanismus mit meinen kleinen Instrumenten, die mir als Wissenschaftler zur Verfügung stehen, nicht erklären kann. Ich kann nur sagen, es wirkt. Für mich bleibt, und ich mache jetzt über 30 Jahre Homöopathie, es ist eine Therapiemethode, für deren Wirkung nach wissenschaftlichen Kriterien jegliche Plausibilität fehlt. Punkt. Obwohl es also viele offene Fragen gibt und viel Kritik, hat Homöopathie in Deutschland einen Sonderstatus. Wenn ein Arzneimittel auf den Markt kommt, muss es erstmal nachweisen, es wirkt, es in sehr aufwendigen Studien und die Homöopathiker sind davon ausgenommen. Die müssen eigentlich nur angemeldet werden bei einer speziellen Kommission. Kritiker sagen jetzt, durch diese Benennung als Arzneimittel bekommen Homöopathiker eine Art Gütestempel. Auf der anderen Seite gibt es auf der Homöopathie eine enorme Nachfrage seitens der Patientinnen und Patienten. Und das zieht sich durch bis auch in allerhöchste politische Kreise, in denen ein hoher Druck aufgebaut wird, doch bitteschön an dieser Pseudomedizin als solche festzuhalten. Von über 30 Krankenkassen in Deutschland waren nur 2 bereit, mit Oliver Mattes zu sprechen. Auch Bundesärztekammer und Gesundheitsministerium wollten sich nicht vor der Kamera äußern. Jeder möchte seine spezielle Interessengruppe akquirieren. Die Krankenkassen halt die Patienten oder Kunden, die Mitglieder, die Politik, die Wähler und die Apotheker halt auch die Kunden. Das sind am Ende die ausschlaggebenden Gründe, dass die verschiedenen Gruppierungen in diesem Gesundheitssystem pro Homöopathie agieren. Globally werden in Deutschland unterstützt, beworben und teilweise bezahlt, weil die Kunden und die Patienten es sich so wünschen. Der Film soll schon die Frage stellen, macht das Sinn, dass die gesetzlichen Krankenkassen so eine Therapie übernehmen, wofür alle erstmal einzahlen, ob sie nun Homöopathieanhänger sind oder nicht. Es gibt viele Argumente, die gegen die Wirksamkeit von Homöopathie sprechen. Trotzdem unterstützen aktuell Politik, Bundesärztekammer und Krankenkassen diese Methode. Obwohl es also wissenschaftlich nicht logisch ist, nutzen viele Menschen weiter Homöopathie, weil sie das Gefühl haben, dass es ihnen hilft. Guck mal hier. Das ist eine homöopathische Hausapotheke. Toll. Ja, das war eine eigene. Okay. Mhm. Bist du jetzt schockiert? Nee, ich bin nicht schockiert. Kam das von deiner Mutter? Ja. Das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, dass zum Beispiel viele aus dem Elternhaus, entweder die Großeltern haben das schon gemacht, die Eltern haben das schon gemacht und das ist natürlich so eine Art Urvertrauen gegenüber dieser Heilmethode da. Und das ist jetzt auch nicht verkehrt. Wie gesagt, ich will den Leuten ja nicht ihren Glauben nehmen an die Homöopathie. Nutzt ihr Homöopathie? Wie sind eure Erfahrungen? Schreibt es uns in die Kommentare und teilt unser Video, wenn es euch gefallen hat.